Und damit herzlich willkommen zurück in 4. Und ja, wir haben am Ende der letzten Folge die neue Situation und die neue Mission erklärt bekommen und um die kümmern wir uns jetzt natürlich. Und jetzt stürzen wir uns auch endlich mal ein bisschen ins Getümmel. Und ich hoffe, das geht gut. Treffen Sie sich mit Jankowskis Team. Ich treffe, hoffe. Hoffe ich zumindest. So, ich muss mal meine DPI wieder ein bisschen runterstellen, weil das Game da sehr empfindlich drauf reagiert. Ich meine, es geht hier hinten rein. Die fangen an zu schießen. Ist das so? Hilfe! Ja, das, ja, wenn du mit dem Rücken zu mir stehst, hast du Pech gehabt. Huch! Das meine ich. Na komm, 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 komm. Ich will mal versuchen, hier ein bisschen strategisch durchzugehen. Ach komm schon. Aber leider keine Granate, die ich werfen kann im Moment. Na, wo ist denn der? Bin ich. Ah, hallo. Der ist erledigt. Sehr schön. So, ein bisschen Munition aufsammeln. Ich will nämlich nicht zu viel Munition hier sinnlos verballern. Auch wenn ich da ein Talent für habe. Es könnte nämlich manchmal ein bisschen knapp werden. So. Wie sieht's denn aus? Hier haben wir eine Tür. Hier haben wir eine Tür. Okay. Findet man hier noch irgendwas Schönes? Nö. Irgendwie ist hier nichts. Schwerkraft ausprobiert. Funktioniert noch. Alles gut. Oh, Medipack. Hätte ich fast übersehen. Hier kann ich raus. Okay, nützt mir aber, glaube ich, nichts. Nee, nützt mir auch nicht. Nicht so wirklich. So, schauen wir uns mal weiter um hier. Ich muss aber eigentlich die Treppen hoch, glaube ich. Ja, von hier oben kam er auch gefallen, der Kollege, wie das aussieht. Okay. Noch ein Medipack. Das sieht gut aus. Das ist sehr schön. Kann ich gut gebrauchen. Alles so dunkel hier. Ich hoffe mal, dass es in der Aufnahme dann nicht zu dunkel rumkommt. Okay, hier ging es raus. Soweit ich mich erinnere. Na komm, schlag das schon kaputt hier, Kollege. Und hier wieder rein. Ja, genau, speichere mal den Checkpoint. Danke. So, der wäre erledigt. Komme ich hier hinten durch? Nee. Nicht, dass hier gleich eine ganze Horde gerannt kommt. Ein bisschen vorsichtig vorgehen hier. Gib mir mal deine Munition. Danke. Was? Ich hab's ja gesagt, ich bin gut im Verschwenden von Munition. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe euch vorgewarnt. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Ich habe euch in der letzten Folge eindeutig gewarnt. Ja. Scheißen Dreck, was ist denn hier los? So, wie war das jetzt mit Heilen und so? Scheiße, wo war denn das Medipack? Mist, ich muss mal kurz, ganz kurz irgendwie mal reingucken hier in die Steuerung, wo das Medipack liegt. Inventar. Medikit benutzen. Z, alles klar, gut, danke. Puh. Hä? Wo ist meine Waffe hin? Scheißendreck. So, da.
alles klar, alles gut, alles wieder gut. So, der ist erledigt. Ja, ich hab's ja gesagt, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen in die ganze Shooter-Geschichte. So. Was? Think, we are proper safety equipment. Ja, mach mal. Von mir aus. Ich habe auch keine Rüstung mehr, deswegen knallt es jetzt natürlich voll rein, wenn ich getroffen werde. Wäre nicht schlecht, wenn wir da mal was finden könnten demnächst. Hier hinten geht es, glaube ich, nicht großartig weiter. Hier kommen wir aber auch nicht durch. Hier rein, eventuell? Ja, sieht gut aus. Na, bleib doch auf. Das ist... Nee, da steht keiner. Ich habe es gedacht, da steht einer. Aber normalerweise wird man ja vorgewarnt. Durch die Funksprüche immer. Also wenn man so Funksprüche hört, dann ja, ist für gewöhnlich irgendjemand Gegnerisches in der Nähe. Da oben liegt was. Was zum... Was bitte... komme ich da irgendwie hoch? Sieht nicht so aus, irgendwie auf der anderen Seite eventuell. Ah, ja. Ja, das hätte ich mal eher gucken können. Gesundheit dauerhaft erhöht. Das ist für mich sehr von Vorteil. Durchaus. So. Da kommen wieder welche. Das war ja erfolgreich. Dramatische Musik setzt ein, das gefällt mir nicht. Toll. Jetzt fällt die Kiste davon. Da ist er. Na komm. Ich krieg dich auch dort. Ne? Wird's was? Nicht wirklich, wie es aussieht. Hier lag doch noch einer. Ja, genau. So, ich hätte gern erstmal deine Munition. Hast keine verloren. Das ist aber eine Frechheit, ist das aber. Ja. Ich wusste's doch. So. Ja, ich weiß, ich hätte auch die Tür nehmen können, aber für die Dramaturgie. So, okay. Hilf sieht noch ganz gut aus. Gibt es hier noch was zu... Oh, Granaten. Das ist sehr schön. Und ein Medipack sehe ich da gerade. Und Rüstung. Und, jawoll. Besser geht's doch gar nicht. So, können wir gleich hier hinten wieder raus, denke ich. Okay, also großartig verirren dürften wir uns nicht. Die Levels in dem Game sind ziemlich schlauchig, ja, muss man dazu sagen. Großartig verlaufen kann man sich nicht, außer man ist dann später, ich glaube, in der Armacom Technology, wenn man dann dort ankommt, da gibt es, glaube ich, einmal einen Moment, wo es ein bisschen komisch wurde, wo ich es jedes Mal geschafft habe, irgendwie mal einen Moment festzuhängen. Weil ich mir nie merken konnte, was da losgeht. Du fällst jetzt bitte erstmal um. Das war ein eindeutiger Headshot. Wieso bist du wieder aufgestanden? Ach, Klonkrieger. Kann dir mal jemand Benehmen beibringen? Nach einem Headshot hat man einfach nicht mehr aufzustehen. Das gehört sich nicht. Auch nicht für den Klonkrieger. Was ist denn hier los? Okay. Da kommen wir wahrscheinlich außenrum nochmal hin. Oh, hier gibt es noch einen Haufen Stuff zu holen. Sehr schön. Wunderbar. Das gefällt mir doch sehr gut. Jetzt die verdammte Taschenlampe wieder aus. Ich
Ich muss mal gucken, also entweder ich schraube das Gamma ein bisschen hoch oder ich zocke nur noch im Dunkeln 4. Bin ich jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg? Nee, nee, ich muss definitiv hier hoch. Aber jetzt habe ich es gerade noch gesagt, die Levels sind schlauchig und jetzt passiert es mir doch tatsächlich hier, dass ich hier hänge oder was? Nee, also hier ging es ja nicht weiter. Gehen wir mal hier lang. Haha, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Ding hier. Ja, toll. Wer will mich jetzt hier trollen? Ach so, ja. Ja, da hätte ich auch eher drauf kommen können. Durchaus. Also die Jungs wussten was, sagen wir es mal so. Ja. Also diese Telefonate, diese Anrufbeantworter werden wir mal alle abhören, weil einige sind auch für die Hintergrundgeschichte und was so abgeht, relativ interessant. So, das holt uns, glaube ich, das Teil rüber. Jawohl, so ist das. Ja, komm, fahr ein bisschen zu. Ich gehe schon mal rüber. Weil dann kommen wir nämlich hier über den Abgrund. Und da kriegen wir Besuch. Ja, komm. Den hat es erwischt hier? Ich meine ja. Ja, und ich bin schon wieder knapp an Munition. Das ist so ein Talent von mir, das einfach mal nicht hinzukriegen. Gut, Checkpoint gespeichert. Das beruhigt mich ein bisschen. Wobei wir auch manuell jederzeit speichern könnten, davon abgesehen. Also das ist unkritisch. Okay, wir haben volle Pistolenmunition. Könnte man eigentlich die erstmal nutzen. Wo lang? Erstmal das Medipack hier mitnehmen. Und hier geht es, glaube ich, nur im Kreis. Ja, so ist das. Na kommt. Macht die Tür schon auf. Ich warte auf euch. Ja, verdammt. Na? Oh Mann. Jetzt nebelt es ja auch noch rum. Hat er sich. Ah! Verdammt! Und der erste Fail. Ich hab's gewusst. Irgendwas wird ganz schnell kommen. Aber keine Panik, ich werde mich da schon wieder reinfinden. Ich hoffe es zumindest. So, Medipack. Danke. Oh, das liegt alles wieder da. Haben wir jetzt sonst irgendwas verpasst? Ne, ich meine nicht. Der Checkpoint müsste eigentlich den Status speichern. Na gut. So, das sollte sich jetzt fast erledigt haben. Genau, komm mal durch hier. Irgendwer latscht hier rum, das höre ich ganz genau. So.
Das dürfte es dann jetzt gewesen sein. Hoffe ich doch. Da geht's raus. Ich will mir aber erstmal die Munition von den Kollegen hier holen, die ich hier umgelegt habe. War hier nicht noch einer oder wo war denn der? Ist eine gute Frage jetzt. Ich heile mich mal vorsichtshalber, das wird sonst wahrscheinlich nicht. Aha, hallo. So. Kommt, zeigt euch mal. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht hier hinten rum irgendwie kommen. Ja, aha. Ich hab's doch geahnt. Sowas. Ich glaube, mit den Pistolen komme ich ein bisschen besser klar, oder? Habe ich so das Gefühl. Okay. Laden wir die mal nach. Ha, ich freue mich auf meine Nailgun, wenn ich die dann kriege. Das war immer meine Lieblingswaffe in dem Ding hier. So, aber jetzt sammeln wir wieder ein bisschen Munition an. Das ist gut so. Ich hoffe, das bessert sich dann alles noch in absehbarer Zeit, dass ich wieder ein bisschen reinkomme in die ganze Geschichte hier. Denn ich möchte natürlich auch gern die Nachfolger spielen. Wie es dann mit den Add-ons vom ersten aussieht, also Extraction Point und so, weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen, ob ich das zocken werde oder nicht, weil die sind für die Story nicht so relevant. Aber 4.2 und 4.3 würde ich schon gern noch, ja, anschließend zu diesem hier durchziehen. Jetzt haben wir mal wieder so eine lustige Vision. Hier geht's gar nicht weiter. Ja, hier ist jemand, um deine Frage zu beantworten. Komme ich nicht durch? Kann ich hier was abholen? Habt ihr mir was hingelegt? Nicht so richtig. Achso, das ist hier Typi, alles klar. Ja, nee, da brauche ich auch gar nicht erst drauf schießen. Liegt hier irgendwo was rum? Nee, ich glaube, hier ist nichts zu holen. Das ist während dieser Szene, gibt's nicht großartig. Ja, ja, hier war jemand. Ah, Gesundheitsbooster. Sehr schön. Alle mitnehmen. Kann ich gut gebrauchen. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Schön das Fleisch von den Knochen geholt. Wahnsinn. Ha, hoffentlich endet man mal nicht so. Wäre unschön. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Hallo Alma. Wir müssen hier ganz dringend weg. Keine Panik, das sollte so sein. Nicht, dass jetzt jemand denkt, ich bin schon wieder verreckt. Die Situation, der Spionagesatellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein 4-Kampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Der verbleibende Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Paxton Fettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Die Mission. Der verbliebene
Der verbliebene 4-Kampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von 4 und die SSEGD-Eskorte suchen weiter nach dem vermissten 4-Einsatzagenten. Genauso ist das und genau das passiert in der nächsten Folge, denke ich. Oder? Wollen wir noch einen Moment? Er lebt. Ja. Er scheint unverletzt zu sein. Aber ich weiß echt nicht, wie er überleben konnte. Tja, Betriebsgeheimnis. Ich hoffe, Vettel ist sehr nahe an dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen und zwar schnell. Hin, suchen Sie weiter nach Jankowski. Ich empfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können ihn nicht allein reinschicken, das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los! Ich kann das, ich bin wahnsinnig! Verstehst du? So, ja. Werde ich schon. Ja, du mich auch. Komme ich hier hinten noch irgendwas? Oder besser an irgendwas? Ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen muss, oder? Da hänge ich kurz an der Tür fest. Ja, das dürfte der Weg sein, den ich gehen muss. Dann muss ich mal gucken, ob ich hinten irgendwo vielleicht noch was einsammeln kann. Es sei denn, es gibt zwei Wege, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das glaube ich nicht. Nee, hier ist ja gar nicht mehr. Und hier hoch komme ich auch gar nicht. Ich muss hier hinten rum. Aber ich glaube, darunter gehen wir tatsächlich in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Habt ein paar schöne Tage. Ich bin Danny. Ich bin jetzt raus hier. Bis dahin. Haut rein.